willkommen zurück zu einer neuen, zurkontastischen Folge Ratchet and Clank. Freut mich, dass du da draußen wieder reinzurkst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die kleinen Zurkis, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. So, es geht weiter. Ihr wollt supporten? Ganz easy, ganz locker aus der Hüfte. Kleine Bewertung dalassen. Dauert nur ein Sekündchen. Geht ganz schnell, versprochen. Freut euch auf Rift Apart, denn das kommt auch sehr, sehr bald. Direkt im Anschluss könnt ihr das dann hier auf dem Kanal genießen. Transporter im Anflug. Lohnt sich also, hier ein Abo dazulassen und zu unterstützen. Denn hier werdet ihr versorgt mit dem heißesten Shit. Ich level dich gerade so gut. Er will vernichten, vernichten, vernichten. Im Kampf gegen Mr. Ich glaube, diese Zahnräder steuern die Brücke. Na, vielleicht können wir sie irgendwie bewegen. Er ist so vernichtungsgeil, ne? Ah, was haben wir denn hier? Gib auf, Lombax, du gewinnst eh nicht. Okay, hier geht's nach oben. Eine Schiene. Wo führt sie wohl hin? Ich werde hier gerade vernichtet. Und zwar von diesen kleinen Freaks. So, let's go. Achtung. Mich erreicht soeben eine Beschwerde, dass jemand das Thunfisch-Sandwich meiner Assistentin Diane gegessen hat. Ein Sandwich, das mit Namen versehen im Kühlschrank lag. Die heutige Invasion ist keine Entschuldigung für schlechte Manieren. Immer diese Gier nach Thunfisch-Sandwich. Wie kommt's? Blarks mögen das wohl. Wow. Wow. Oh mein Gott, du bist instant tot. Ich krieg gerade einen Anfall. So, Konzentration. Hier nochmal hin. Und hepp. Und hepp. Diese Sprunganimation ist so merkwürdig träge. Ja. Genau. Benutze deinen Omnischlüssel. So. Ich möchte mir kurz die Zeit nehmen, um unseren Mitarbeiter des Monats zu ehren. Herzlichen Applaus bitte für Alfred Spinnaker. Was? Alfred ist. Soeben erfahre ich, dass Alfred von den Blag gefangen genommen wurde und vermutlich schon auf dem Weg in eines ihrer Arbeitslager ist. Wir werden also in Kürze einen neuen Mitarbeiter des Monats küren. Ratchet, bitte melden. Wie läuft's da unten? Hast du die Holo-Verkleidung? Noch nicht, aber wir arbeiten dran. Musste mich um ein paar andere Sachen kümmern. Oh mein Gott. Verstanden. Viel Glück. Kann man auch über Züge... Okay, man kann auch drüber springen. Lecco mio. Sicherheitssperre deaktiviert. Alter, das ist eine Nummer hier. Oh mein Gott, ich wurde leicht getroffen. Nein. 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 Weg. Zieh dich. Goldner. Oh Gott. Holy moly. Der Champion des Gleitens. Ich höre Schafe. Ich höre verdammte Schafe. Kartomatraum. Der Kartomat hilft galaktischen Entdeckern dabei, interessante Objekte und wichtige Orte zu finden. Cool. Das hilft mir bestimmt. Ich habe etwas bekommen. Dieser ganze Mist eben gerade hat sich gelohnt. Okay. Wow. Oh, da drüben ist noch ein Goldener. Schieb's. Jede Menge Sheeps. Warnung. Die Schaffinator-Testkammer wurde aufgrund blindwütigen Schaffinierens abgeriegelt.
betreten auf eigene Gefahr. Wow, die Blacks sind offenbar hier eingedrungen und scharfiniert worden. Darf ich mal, Jungs? Da wurde jemand scharfiniert. Ein neues Booster-Packli und wir schauen rein. Irgendein Satz wieder vervollständigt. Nö. Möchtest du einen Scharfinator? Ich habe einen, auf dem dein Name steht. Nicht in echt, war nur so eine Redensart. Ja, schon, aber der ist so teuer. Der kostet so verdammt viel Geld. Eigentlich ja. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Ah, hier drüben ist ein Taxi. Let's go! Also, wir wissen, hier ist noch ein Goldener. A Golden Bolt. Wie oft habe ich es euch schon gesagt? Der Gruvitron-Raum ist nicht für Partys gedacht. Kommt sofort da raus. Hier läuft gerade ein Angriff. Raus glaube, aus dem Partyraum. Steuern die Brücke. Na, vielleicht können wir sie irgendwie bewegen. Dann let's try. Gut noch gemacht, mehr? Ratchet. Okay. Das Düsenpack ist wirklich äußerst praktisch. Ist a very good Schmenderle. Was nehme ich denn? Arbeiter wollte wissen, ob die Firmenkrankenversicherung auch Verletzungen abdeckt, die durch den Angriff verursacht wurden. Die Antwort lautet: Vielleicht. Vielleicht, eventuell. Wir wissen es nicht genau. Und irgendwas jetzt wieder voll? Nö, vier Duplikate. Ich habe eine Warteliste für Scharfinatoren, aber wenn du bald kommst, verkaufe ich dir meinen. Freiwillige im Schmelzgranaten-Testlabor geortet. Leite tödliche Prüfung ein. Was wie tödliche L? Prüfung? Hä? Okay, tödliche Prüfung. Dann hole ich meine tödlichen Freunde. Test abgeschlossen. Ich habe einen Kristall bekommen. Sicherheitsbots zum Aggressor-Testbereich. Unser Vorrat darf nicht in Blark-Hände fallen. Hier sind verdammt viele Blarks. Mr. Zurkon will vernichten. Mr. Zurkon hat Spaß. Bitteschön. Oh, wow, was war das denn? Oh mein Gott, ich bin da irgendwie an der Seite durchgebackt. Also in der Folge, ne? Da ist wieder High-Level-Fail-Skill. Muss man das mal können. Alle Sicherheitsprotokolle aktivieren. Sag den Casual Friday ab. Aber nicht den Casual Friday. Den habe ich geliebt. Wir alle lieben den Casual Friday. Es gibt Grenzen. Ding bewegt sich also gar nicht. Okay. So, ihr wollt auslöschen. Ich will auslöschen. Löschen wir gemeinsam aus. Yes, Zurki. Ne, Todeshandschuh. Mist. Ich dachte schon, Zurki wäre endlich gelevelt. Leider nein. Mr. Zurkon kann nicht. Freiwilliger im Pyrozitorraum geortet. Oh, noch eine Runde. Bereit machen zur Auslöschung. Machen wir mal den hier und ja, der Handschuh ist witzig. Viel Spaß, Jungs. Viel Spaß. Test abgeschlossen. Ich hoffe, dass die Blark nicht die stärkeren Waffen von Gadgetron beschaffen konnten. Bam. Und tschüss, mein Freund. Oh nein, die sind auch wieder hier. Ey, wie viele die mittlerweile aushalten, ne? Komm schon, ja. Reingelegt. Das ist der beste Spruch. Ich lass dich am Leben, kleines Alien. Reingelegt. Bist du an nichts. Ich
hoffe, Mr. Zurkon ist auch wieder am Start. Ich habe mir keine Trailer und so reingezogen von Rift Apart. Ich mach das einfach nicht mehr. Vielleicht können wir den Raum drehen. Ich mach sowas nicht mehr. Ich schaue mir einfach gar nichts mehr groß an und... Also hier und da mal, wenn zum Beispiel sowas wie Dying Light, da bin ich ja doch neugierig, aber meistens auch zu Dying Light, ja. Kurz vor Release schaue ich mir da irgendwie nichts mehr an, weil da wird so viel gespoilert. Ich meine, natürlich habe ich auch die erste Präsentation von Ratchet & Clank Rift Apart gesehen. Habe ich ja damals live gestreamt. Aber so kurz vor Release schaue ich mir einfach gar nichts mehr an. Oh, keine Munition. So geil, das Ding tanzt ja auch noch mit. Vollgeladen. Brenner muss weiter leveln. Jäger. Zurki. Ich glaube, ich mache mir hier noch ein bisschen den Todeshandschuh. Die sind witzig, die Jungs. Ist Raritanium nicht etwas Feines? So. Gib mir mal den Todeshandschuh. Moin. Viel Spaß. Wie komme ich dann den... Hier drüben. Okay, ich muss hier irgendwo hoch. Ich lass dich am Leben, Kleines. Wir haben keine Chance. Meinen überkrassen Todeshandschuh haben die. Warte. So geht nach oben. So geht nach vorne. Moment. Nein. Och, Ratchet. Ich will eigentlich da oben nochmal ran. So. Mr. Zurkon ist gelangweilt. Was? Der kommt da nicht hin? Und ich bin tot. Mr. Zurkon ist gelangweilt. Wie komme ich an das Ding ran? Kann ich hier irgendwie... Okay. Ja, gut. Ey, jetzt bin ich schon wieder tot. Okay, da kommt so viel Gegnerzeug. So, bitteschön. Bitteschön. Have a nice day. Und dann nehmen wir das hier. Drauf, Jungs. Drauf. Okay, hier muss ich aber rüberkommen. Alles klar, von hier geht das. Immer ärgerlich, wenn du hier was Goldenes siehst und dir denkst, wie komme ich ran? Aber eigentlich ist Sterben in dem Spiel was Gutes. In der Situation zum Beispiel jetzt, weil ich dadurch jetzt halt wieder Bolts, Kristalle und so weiter bekomme. Und halt auch die Waffe wieder level. Also Sterben ist hier in dem Spiel nicht unbedingt ein Nachteil. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Unser Versuch, die Behörden zu alarmieren, ist auf technische Schwierigkeiten gestoßen. Laut IT-Abteilung handelt es sich um einen Störsender. Und da zur Deaktivierung das bloße Aus- und Wiedereinstöpseln des Geräts nicht ausreicht, können die Leiter nichts dagegen tun. Okay, das Einzige, was sie können, ist Stecker rein, Stecker raus. Schmelzgranaten-Testlabor, geil. Obwohl, weißt du, ich muss die hier leveln. Ich muss die hier noch ein bisschen leveln und wir könnten... Ja, ich will den Brenner halt hochkriegen. Oh, na, den werde ich das Fell über die Ohren ziehen. Weg mit den Schafen. Oh, bin trotzdem böse. Wir schicken dich in den Lombax-Himmel. Es gibt einen Lombax-Himmel? Sie vernichten. Jetzt hat sie
Also da will ich dann doch hin. Klingt irgendwie nett. Okay. Alles vernichten, Jungs. Alles vernichten. Ich hab ganz dringend sowas hier. Wow, wow. Aber das ist eine Vernichtungsorgie hier, ne? Vernichten wir das gerade, oder? Naja, wir haben auf jeden Fall gelevelt. Und dadurch haben wir Munition bekommen. Wahnsinnig praktisch. Die Sniper ist gar nicht so übel, ha? Huh? Oh Mann, ich krieg schon voll auf die Phrase. Ja, so ist brav. Vernichtet sie. Während ich entspanne. Oh je. Oh je. Noch mehr von denen. Oh je. Die Jäger so eine Reichweite haben. Ich habe nur noch 10 HP. Boah, knappe Kiste, yo. Okay, das war der letzte Block. Alter, wie viele Bolts? What? Schaut euch das an. Freiwilliger im Hoppelhäschenraum geordnet. Nein, nicht der Hoppelhäschenraum. Zum Spiel mit niedlichen Nagern. Klingt gar nicht so schlimm. Das ist schlimm. Berichtigung. Der Hoppelhäschenraum wurde nach Sektor 12 verlegt. Leite Auslöschungs- und Zerstückelungs- Oh Gott. Protokoll ein. War ja klar. Mr. Zorkon kommt. Gott sei Dank haben wir die hier, ha? Nicht in Frieden. Ab geht's, Jungs. Mr. Zorkon. Oh mein Gott. Holy moly. Zorki. Test abgeschlossen. Danke für die Teilnahme am Gadgetron Waffentest. Der 10% Rabattcoupon wird innerhalb der nächsten 5 bis 7 Jahre verschickt. Cool. So, jetzt wo dieser Albtraum vorbei ist, suchen wir den Hoverboard-Parcours. Er muss ganz in der Nähe sein. Lass uns doch mal plaudern. Ich kann's nicht glauben. Ratchet und Clank hier bei Gadgetron. Ich bin Wendell Lumos. Ich bin Geschäftsführer dieses schönen Unternehmens. Ich bin ein großer Fan Ihrer Waffen, Mr. Lumos. Wissen Sie, Clank und ich arbeiten an der Rettung der Galaxie und brauchen eine Holo-Verkleidung. Ich fürchte, wir führen dieses Produkt nicht mehr. Diese scheußlichen Blag haben unsere Vorräte geklaut. Winziges Sicherheitsproblem, nicht der Rede wert. Wir haben ja noch den Prototypen, aber den gibt es nur als Preis bei unserem Hoverboard-Wettbewerb. Nehmen Sie noch Wettbewerber an? Natürlich, aber wie du siehst, haben wir ein kleines Überschwemmungsproblem. Die Blark haben heute früh den Damm bombardiert. Du hast nicht zufällig einen Hydrobeamer, oder? Nun, eigentlich nein. Aber wir können hoverboarden. Wo denn? Okay, ich hab doch ein Hydro. Ich hab alles. Ich bin großer Fan. Gute Nachrichten. Ich habe soeben erfahren, dass unsere Sicherheitsdrohnen alle Gefahren auf dem Hoverboard-Parcours beseitigt haben. Das bedeutet, wir können nun mit dem Wettkampf fortfahren. Während einer Invasion. Auf die Plätze! Fertig? Los! Überall tote Fische. So, erstmal hier schön die Boosts und ich bin ganz hinten. Geil, Mann. Denk dran, der
Gewinner bekommt unser wertvollstes Produkt, einen Holo-Verkleidungsprototypen. Einen Holo-Verkleidungsprototypen. Den muss ich sowas von haben. Dieser Lombax ist schnell. Aber wie gesagt, wir sind ganz hinten. Klar, ich bin Champion. Ich habe das gemacht und ich bin der Champ. Ich habe mein eigenes Merchandise, yo. Okay, ich bin Vierter. Das ist nicht gut. Der kann was. Meine Sponsoren zählen auf mich. Was für ein Trick. Ha, die Jugend heutzutage. Die Jugend. Und ihre psychopathischen Tricks. WLAN-Verbindung verloren. Geil. Ich habe keine Zeit für WLAN. Ich muss Hoverboard-Rennen gewinnen. Oh Gott, ich hänge in dem Typen drin. Dritter. Okay, am Ende brauchen wir alle Boosts. So, ich hab gut Schub. Ratchet, ich würde dir echt gern diese Holo-Verkleidung geben, aber du musst erst gewinnen. Ich versuch's. Aber du siehst ja, wie es hier läuft. Schon mal gemacht? Guck mal, der drängt mich aus der Bahn. Was für ein Pisser, yo. Ratchet liegt auf dem zweiten Platz. Ich hab kein WLAN. Hab mal ein bisschen Mitleid mit dem armen Lombax. Ratchet geht in Führung. So, und ich falle erstmal schön nach unten. Komm schon, dafür habe ich die Boosts gespart, um zu gewinnen. Ratchet hat gewonnen. Du hast es geschafft. Ha, herzlichen Glückwunsch. Hier ist deine Holo-Verkleidung. Tu mir einen Gefallen. Wenn du sie benutzt, schreib was darüber in den sozialen Medien. Die Kids lieben diese sozialen Medien. Hashtag Gadgetron. Ihr habt's gehört. Ganz, ganz wichtig. Elaris, bitte komm. Wir haben die Holo-Verkleidung. Klasse. Geh zum Schiff zurück. Ich gebe unserem Angriffsplan schnell den letzten Schliff. Ich erklär's dir, wenn du da bist. Wir haben die Quali fürs nächste Pokalrennen. Immer schön in den sozialen Medien sein. Die Firma weiß, wie es läuft. So, 4 neue Karten, da muss doch irgendwas gehen. Ja klar, 8 doppelt. Warteliste für Schaffinatoren, aber wenn du bald kommst, verkaufe ich dir meinen letzten. Vielleicht eventuell in der nächsten Folge. Kleine Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.